Heimspiel wird Ihnen präsentiert vom Hotel Drei Linden und vom Restaurant zum Pferdestall. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Heimspiel, Ihrem regionalen Fanmagazin, dem Original aus Leipzig und der Region. Und wir sind heute in Nordhausen. Wacker Nordhausen gegen 1. FC Lok Leipzig, Auswärtsspiel für die Lok. Und wir wollen heute betrachten, wie das Spiel ausgehen wird und sind gespannt. Seien Sie es auch. Ja, liebe Sportfreunde, und es war angerichtet am 3. November 2013 in Nordhausen. Die Lokomotive im Auswärtsspiel gegen den FSV Wacker Nordhausen. Wacker Nordhausen zuletzt mit einem 3:2 gegen Babelsberg einen beachtlichen Erfolg gelandet. Also heute sehr selbstbewusst hier auf dem Platz laufend. Und die Lok, naja, ein Punkt im Heimspiel gegen Plauen, obwohl man ja selber feststellen muss, das war so kein so gutes Spiel. Also hier spielen aber zwei Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen. Aber Lok machte Dampf von Anfang an und dann Rolleder. Kaum 2 Minuten gespielt und dann Tor. Tor 1:0. Wunderbar vorbereitet. Dann Rolleder ganz eiskalt mit seinem 5. Saisontor. Toll gemacht. Aber das reichte Lok nicht. Engler, Rico Engler, der jetzt auch in der letzten Zeit immer sehr gut gespielt hat. Hier, das sah aus wie ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter hatte es nicht gesehen. Er stand sehr nah oder hat es nicht gepfiffen. Er stand ja sehr nah am Geschehen. Dann Nordhausen hielt sich natürlich nicht zurück. Sie wollten selbstverständlich hier in ihrem Heimspiel auch ein bisschen was bewegen. Und Engler, immer wieder Engler, der sehr agil war, auch in den letzten Spielen. Auch immer wieder gute Chancen hatte, hier wieder ganz knapp. Und der Torhüter war dran und konnte den Ball klären. Und dann hier, Wacker versucht es. Ja, manchmal nicht so mit rechten Mitteln. Man versuchte hier über eine Schwalbe, ja, einen Freischuss zu bekommen, aber das hatte der Schiedsrichter gut gesehen. Heiko Scholz hatte auch gesehen, dass seine Mannschaft gut begann. Dann Eckball von Nordhausen. Nochmal reingeflankt. Und dann, oh, war es der eigene Spieler von Nordhausen oder von Lok, man weiß es nicht genau. Sah aus, Rolleder, aber dann jetzt über die linke Seite. Haug, oh! Au, der Kickler, da hat er den weggesenzt, wie man so schön sagt. Ganz klarer Elfmeter. Ja, sollte jetzt der schöne Vorsprung von 1:0 verloren gehen. Ja, stark trat an, der etatmäßige Elfmeterschütze. Nein, gehalten! Braunsdorf, dieser Teufelskerl. Anfang an immer ein sicherer Rückhalt seiner Mannschaft. Neu von Jena gekommen zum Saisonbeginn. Wir gucken nochmal. Ja, war jetzt nicht so stark geschossen von Stark. Aber trotzdem Braunsdorf, ein sicherer Rückhalt seiner Mannschaft. Und das freute natürlich die zahlreich angereisten Fans. 500 zählte man im weiten Rund von Nordhausen. Und die war natürlich zufrieden und glücklich, wie ihre Mannschaft. Nordhausen versucht es aber immer weiter, immer durch Standards gefährlich und hier auf der Linie gerettet. Also das hätte vielleicht auch schon mal ein Tor sein können, aber da hatte Lok aufgepasst. Und wir sehen, Nordhausen versucht es weiter, aber eher ein Schüsschen, gut gehalten vom Keeper Braunsdorf. Dann kam die Lok mal wieder und dann Rolleder mit vollem Körpereinsatz. Ja, ja, er blieb liegen, er hatte sich da ein bisschen was am Rücken getan, dieser Rolleder, ein Teufelskerl, der sich einsetzt bis zum letzten, zweimal in den letzten Spielen mit einem Torbahn, weil er Platzwunden von sich getragen hat. Also, ja, wie alle anderen Spieler, aber hier nochmal lobend zu erwähnen, Steve Rolleder. Ja, dann verliert Tuck im Mittelfeld den Ball von Nordhausen, dann geht es ganz schnell. Rolleder abgespielt auf Engler und ganz allein Rico Engler. Rico, er kann es machen und er macht es. Das 2:0, eiskalt, genau wie Rolleder, wunderbar vollendet. Wir sehen hier, er guckt sich den Tormann aus die Ecke, haut den Ball rein und bringt die Glückseligkeit
Zulok. Ja, das war sensationell. Und so ging es dann auch mit 2:0 in die Halbzeit. Halbzeit im Spiel, Wacker Nordhausen, Lokomotive Leipzig, 0:2 aus Heimsicht für die Nordhausener. Wie haben Sie das Spiel gesehen bisher? Ja, bis jetzt war es ziemlich gut und halt die Chancen. Bis zum Elfer war es gut gespielt, aber die Chancenverwertung dann. Was sollte Nordhausen besser machen? Schon besser ausspielen, die Chancen. War das zu erwarten? Nee, war nicht zu erwarten. Was hoffen Sie sich jetzt für das Ende des Spiels? Ja, dass es besser läuft, das ist unentschieden erstmal. Na, dann drücken wir mal die Daumen. Ja, 0:2 zur Halbzeit. Heiko Sporke neben mir. Heiko, wie geht's? Ja, ist ja gut momentan. Und wie haben Sie das Spiel jetzt so erlebt, die erste Halbzeit? Ja, war nicht so gut, das Spiel von Lok. Aber lieber solche Spiele und wir führen als andersrum. Ja, was war jetzt der Knackpunkt? Warum jetzt 2:0? Ja, jetzt klappt es einfach mal. Selbstvertrauen ist wahrscheinlich wieder da. Na, Engels hat jetzt einfach mal das gemacht, was er soll. Tore schießen. Rolleder kann es eh und hoffen wir, dass die zweite Halbzeit so weitergeht. Wie soll es ausgehen? Ja, 4:0. Ja, dann hoffen wir drauf. Alles klar, viel Erfolg. Ja? Tschüss. Alle Ergebnisse aus der Region erfahren Sie bei der Leipziger Sportwoche. Aus dieser Sicht sieht die Hintertorkamera genau, wenn ein Ball das Netz berührt. Und vielleicht ist es das Tor der Woche. Wenn Sie eins gesehen haben oder geschossen haben, dann laden Sie es hoch auf www.hfm-tv.de, werden Sie erfolgreich und gewinnen Sie vielleicht einen tollen Preis. Na, dann wollen wir mal sehen, ob das auch eintritt. Heiko Sporke wünschte sich den Endstand von 4:0. Momentan steht es noch 2:0 und die Nordhäuser kamen schon nach 10 Minuten wieder auf den Platz und warteten auf Lok Leipzig. Also Goslar, der Heimtrainer, hatte hier wahrscheinlich eine große Ansprache gehalten. Natürlich, man liegt 0:2 zu Hause zurück und man will ja auch gerade in so einem Kellerduell auch punkten. Deshalb zog sich auch Lok etwas zurück, man ruhte sich etwas aus. Hier Engler nochmal mit einem Freistoß, der aber weit drüber ging. Ansonsten sah man sehr wenig von Lok, die eher hinten guckten, dass da die Null stehen blieb. Und Nordhausen versuchte einfach irgendwie noch ein Tor zu erzielen. Ja, und das ging meistens dann auch so aus wie hier gesehen. Braunsdorf hielt den Ball fest. Lok Leipzig fehlte dann auch so ein wenig. Ja, der Drang nach vorne und man fand einfach auch kein Rezept mehr, so wie in der ersten Halbzeit, um hier ein Tor zu erzielen. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende von Lok freute sich über die Führung und hatte seinen Spaß in Nordhausen. Nordhausen immer wieder über die Außen, versuchte durch von der Mitte die Bälle zu verteilen, über Außen, hier nochmal schön gemacht, aber abgewehrt von der gut stehenden Defensive am heutigen Tage von Lok und dann wurde der Ball geklärt. Und so sah fast die zweite Halbzeit komplett aus. Die Thüringer versuchten es dann mit Standardsituationen und hier ein schön reingetretener Freistoß in den Strafraum, dann etwas Verwirrung. Keine Ball rausdrehen und Tor für Nordhausen. Löhmannstöben, wie wir gleich sehen werden, war schneller als der andere hat geschaltet. Aber sowas darf ja eigentlich nicht passieren. Der Ball ist ja eigentlich in den Reihen von Lok. Man braucht ihn bloß noch klären und dann ist Löhmannstöben einfach derjenige, der schneller geschaltet hat. Also 2:1 nur noch. Und ja, da ist es bloß noch ein Tor bis zum Unentschieden. Dennoch versucht der Lok jetzt nochmal den einen oder anderen Angriff. Und ja, wie gesagt, Nordhausen versucht es mit Standards, aber die gingen dann nicht mehr so erfolgreich ins Ziel wie zum 2:1. Da nochmal eine Eckball, ganz kurz vor Schluss, 95. Spielminute und dann an die Latte und ein Tor, nein, doch nicht abgepfiffen vom Schiedsrichter, vom sehr gut pfeifenden Schiedsrichter, denn er hatte gesehen, dass Haug den Braunsdorf nach hinten geschoben hatte und somit in seinem Revier, in seinem Strafraum Behinderte hatte und damit war es klar, es war kein Tor, die Freude
wäre für die Nordhäuser zwar groß gewesen, aber vom Spielverlauf gesehen war es klar verdient. Lok Leipzig gewinnt hier im Auswärtsspiel 2:1. Trainer Heiko Scholz, der neue Trainer, 2 Spiele, 4 Punkte. Das könnte eine Serie geben. Wir hoffen es für Lok Leipzig. Und da war natürlich auch die Freude groß. Die Erleichterung ist ihm auch hier, wie man sieht, ins Gesicht geschrieben. Hier umarmt er den Rolleder, der heute sein 5. Tor geschossen hat. Also, Lok Leipzig gewinnt auswärts in Nordhausen 2:1. Und hier die Stimmen zum Spiel. Steve Rolleder neben mir nach dem 2:1 Sieg. Steve, heute ohne Kopfverband? Ja, heute mal ohne, dafür mit Tor. Gefällt mir so ein bisschen besser, muss ich sagen. Wie ist das Gefühl? Ja, Siege sind immer schön, da hatten wir jetzt lange keinen mehr gehabt. Und es fühlt sich natürlich gut an. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch dafür. Ja. Heiko Scholz, früher schon als Arbeiter und Pferdelunge im Mittelfeld bekannt. Heute trotz Trainerpostens nach wie vor immer noch behilflich, wenn es darum geht, die Pressekonferenz vorzubereiten. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Erstmal nochmal Glückwunsch. Ich meine, Lokomotive hat Fahrt aufgenommen, leider ausgerechnet bei uns. Das erste Wort an Sie. Ja, ich bin natürlich überglücklich, hier 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen zu können. Ich habe ja Nordhausen mir selber angeguckt gegen Hertha und wir wussten auch die Bedingungen, tiefer Boden, und Nordhausen verfügt über eine kämpferische, ordentliche Truppe, die sehr viel Kopfspielspiele hat, und wir wussten, dass es schwierig wird. Und ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir das gespielt, was zurzeit in der Mannschaft drin ist. Haben wir versucht, noch vorne Fußball zu spielen, haben natürlich, freue ich mich auch, dass der Rohrleder mal belohnt wurde, weil der ist so fleißig, der stellt sich mal in Dienst der Mannschaft mit Verletzungen etc. So, zweite Halbzeit wusste man natürlich auch, dass Nordhausen alles auf eine Karte setzt, und zum Glück haben wir das Gegentor erst sehr spät bekommen, was unglücklich war, weil der Ball lag dann zwischen 15 Füßen und dann lag er drinnen. Kämpferisch, moralisch und natürlich nicht zu vergessen unser treues Publikum, was hier mit uns unterstützt hat. Und wenn das alles passt, dann bin ich optimistisch, dass man das Ziel, was schwer wird, aber dass man den Klassenhalt schaffen können, weil das ist Wahnsinn, wenn hier 500 Leute mitkommen nach Nordhausen. Und auch die Nordhauser haben auch ordentliches Publikum gehabt, Stadion war voll, und das ist für Regionalliga schon beachtlich. Und ich wünsche Nordhausen trotzdem weiterhin viel Erfolg. Neben mir steht Heiko Scholz, direkt nach dem Sieg in Nordhausen. Heiko, wie fühlt man sich so? Erster Saisonsieg mit der Mannschaft? Ja, ist gut. Ne? Ich habe das auch meiner Mannschaft gewünscht, dass wir mal einen Dreier holen, weil den Jungs kann ich wirklich nichts vorwerfen die Woche. Die trainieren ordentlich. Es hat leider unter meiner Regie nie gelangt. Wir haben ordentliche Spiele abgeliefert. Und das ist natürlich für uns wichtig, wenn man die Tabellensituation sieht. Ja, wir mit 5 Punkten. Wenn Nordhausen gewonnen hätte, wäre schon ein erheblicher Rückstand gewesen. Und somit haben wir das Zeichen gesetzt, dass wir noch leben. Loben muss ich natürlich unsere treuen Fans hier mit, ich glaube 500, 600. Und das denke ich, weil so, wenn die Mannschaft, wir müssen natürlich, das wissen wir, alles geben. Jeder muss 100%, dann müssen wir noch ein bisschen Glück haben, in der Situation da erstmal rauszukommen. Aber das war heute ein Anfang, und wenn wir nächste Woche nachlegen, dann sieht das schon alles ganz anders aus. Letzte Woche nach dem Spiel gegen Plauen hat jemand zu mir gesagt, Mensch, man müsste mal so ein dreckiges Spiel gewinnen. War das heute sowas? Nee, das wäre gegen Plauen gewesen, ja, wo wir 6, 7 Chancen für Plauen zugelassen haben, und am Ende hätten wir auch noch 2 Tore erzielen können. Das wäre so ein dreckiger Sieg. Heute, der war nicht unverdient, weil wir gegen 2-0 in Führung haben. Erste Halbzeit, glaube ich, ordentlich gespielt, trotz der schwierigen Platzverhältnisse, und dass Nordhausen natürlich dann auch mit ihrer Kampfkraft, mit dem Publikum dann immer wieder gefährlich wurde, weil sie große Spiele auch haben. Das wusste man, ich habe die beobachtet hier gegen Hertha, und da können wir schon stolz sein. Hier werden andere Mannschaften noch verlieren. Wie sieht es jetzt aus für die nächste Woche, nächstes Heimspiel? Ganz normal, ganze Woche Training, 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 und dann hoffe ich, dass viele Zuschauer kommen, ja, dass sie alle noch mal einen mitbringen, dass wir wieder heute, das war sensationell. Und dann gemeinsam, dann können wir das Ziel vielleicht schaffen, ja. Heiko Scholz, für nächste Woche viel Erfolg. Ja, okay. Guten Nachhauseweg. Viel Spaß beim Feiern vor allen Dingen. Nee, wir feiern. Okay. Jörg, du guckst nicht wirklich glücklich, verständlich. Wie hast du es gesehen? Ja, erstmal sind wir fairer Verlierer, und Glückwünsche nach Leipzig zu meinem Kollegen.
ist natürlich klar, wenn wir in Babelsberg gewinnen, und da haben wir wirklich auch mannschaftlich sehr geschlossen, sehr konzentriert gearbeitet. Wenn man die Tabelle guckt, hätten wir eine Riesenmöglichkeit gehabt, uns ins Mittelfeld abzusetzen und andere Mannschaften mit den Abschiedskampf hineinzuziehen. Sind wir schon enttäuscht, dass wir die Gunst der Stunde nicht genutzt haben und gerade so die erste halbe Stunde einfach zu leicht Gegentore bekommen und selber nicht die Möglichkeit haben, das Spiel zurückzudrehen. Ja, dass es auf dem Boden ein Kampfspiel wurde, war klar. Die Atmosphäre war sicherlich sehr schön und auch sehr, sehr, sehr förderlich für die Leistung. Aber es ist schon, ich habe nichts gegen eine Entwicklung einer Mannschaft, aber wir haben so einen Leidensweg. Ja? Wir machen immer die gleichen Fehler und belohnen uns nicht. Und das ist dann auch letztendlich, da lügt die Tabelle auch nicht, das ist ja auch die logische Konsequenz, dass wir uns auch nicht rausbefreien, dass wir immer genau zu dem Zeitpunkt, wo wir uns hätten befreien können, einfach keine Antwort haben. Dass man dann zweite Halbzeit auch noch am 0-2 dann erst recht aufmachen muss, dann auch Harakiri spielt, haben wir zusammen eigentlich ganz ordentlich gemacht. Sicherlich waren jetzt nicht so die zwingenden Möglichkeiten da, wir haben es als Druckfeuer gespielt und das auf dem Boden sein, dann verspringt, ist auch klar, falls die Mannschaft hinterherlaufen muss. Ich hätte mir für die Moral der Mannschaft gewünscht, dass wir das 2-2 noch machen, dann wäre es sicherlich auch zu wenig gewesen für unsere Situation, aber dann hätte man sich wenigstens zurückgekämpft und hätte das noch positiv darstellen können, aber so ist es echt eine schwierige Situation für uns. Wir müssen wieder anfangen, uns mit den Dingen auseinandersetzen, die wir gut gemacht haben, aber ich muss irgendwann auch mal, müssen wir uns auch hinterfragen, warum wir dann immer genau dann, wenn es darauf ankommt, dann so eine Reaktion zeigen. Das ist eine Sache, da müssen wir einfach intern mal drüber nachdenken. Wir haben auf die Mannschaft vertraut, die in der Oberliga Meister geworden sind, die jetzt in der Regionalliga ihre Entwicklung macht. Ja, 11 Punkte nach 12 Spielen ist sicherlich nicht so, dass man sagen kann, dass man mit zufrieden, dass es ein Abschiedskampf wird, ist klar. Ja, und da befinden wir uns weiter drin und müssen mal gucken, dass wir uns wieder so ausrichten, dass wir nächste Woche in Auerbach auf jeden Fall das Ding irgendwo positiv darstellen. Das heißt, für dich diese Woche wieder mal aufrichten? Das ist ja nichts Neues. Ja, also das ist aber nur ein bisschen mein Job. Ist auch klar, wir haben in den letzten 2 Jahren in Nordhausen unheimlich viel losgetreten. Ich glaube, dass viele Mannschaften, die herkommen, ja, auch Respekt vor uns haben. Wir sind wirklich eine ordentliche Mannschaft, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir eben ja, noch mal einen Sprung machen in der Liga. So weit sind wir leider noch nicht. Das ärgert mich für uns. Ja, wir haben auch eine andere Erwartungshaltung, aber ja, wenn ich gegen den Tabellenletzten auch auf schwerem Boden nur ein Tor erziele, muss ich mich hinterfragen, warum das so ist. Das ist mir einfach zu wenig. Ja, da müssen wir auch eine andere Qualität bringen und einen anderen Willen bringen und das nicht versuchen, im Abstiegskampf Dinge spielerisch zu lösen. Das funktioniert nicht. Fragen an den Trainer? Jetzt begrüße ich neben mir Jörg Goslar, der Trainer von Wacker Nordhausen. Herr Goslar, nach so einem Spiel, wie fühlt man sich so als Trainer? Die Situation ist ja jetzt nicht neu für mich. Ja, wir haben nur die Gunst der Stunde nicht nutzen können, eigentlich jetzt einen Riesenschritt zu machen in der Tabelle. Darum sind wir schon maßlos enttäuscht. War das zu erwarten, dass Lok hier gewinnt? Na, also es gibt in dieser Regionalliga dieses Jahr keine Mannschaft, wo man einfach mal gewinnt. Lok hat unheimliche Tradition. Es war für uns gefühlt ein Auswärtsspiel mit der Fangemeinschaft, die Lok mitgebracht hat. War sicherlich eine schöne Atmosphäre für alle, die da waren. Wenn man das Spiel letztendlich sieht, haben wir uns einfach zu leicht die Gegentore zugelassen. Das war unser Problem. Wir haben den Moment nicht abgepasst, wo man mit dem Elber vielleicht nicht gleich wieder rankommen können mit dem 1-1. Dann weiß ich nicht, was passiert. Muss der Spieler noch eine Strafe erwarten, weil er den Elfer verschossen hat? Oder? Ja, es gibt ja keine Strafe, das ist ja albern. Ja, ich weiß, dass er noch reinschießen wollte, ja, aber Abstiegskampf heißt wirklich auch, natürlich konzentriert zu sein, auch eine Persönlichkeit zu entwickeln, sich dann auch mal Dinge zu erarbeiten. Und da war uns Lok in manchen Dingen gerade erste Halbzeit sicherlich im Voraus. Ja, Sie sprachen gerade die Zuschauer an. Das war ja relativ wenig von Ihren Zuschauern. Liegt das an der Situation bei Ihnen? Oder? Nein, also es ist so, dass wir vor 2 Jahren hier noch gegen Borsch gespielt haben. Also das muss sich erstmal alles entwickeln. Ja, wir sind jetzt angekommen in der Regionalliga. Unser Ziel ist es natürlich, neben dem Klassenhalt dann auch eine gesellschaftsfähige Adresse zu werden in der Regionalliga. Und das ist ein harter Kampf. Wenn man das gleich alles immer zerlegt, weil man jetzt nicht gewinnt, das mag jeder so beurteilen, wie er möchte. Wir wissen, dass es schwer ist. Und heute hätten wir sicherlich dazu beitragen können, dass das letzte Drittel der Saison ein bisschen entspannter läuft. Das haben wir uns natürlich verbaut und jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir uns vernünftig ausrichten. Also das muss ich bejahen. Also die Lockereien, der Respekt vor Nordhausen war groß, war eine große Leistung, auch gegen Babelsberg zu gewinnen. Wie sind jetzt Ihre Aussichtschancen bzw. Ihre Aussichten erstmal für die Halbserie? Ja, wir haben gesagt, wir müssen und wollen natürlich zum Ende der Hinserie über den Strich stehen. Das ist immer noch möglich. Sicherlich ist es jetzt so, dass wir in den letzten Spielen gucken müssen, dass wir jetzt auch auswärts wieder was holen. Nächste Woche gegen Auerbach, wie sieht es da aus? Nach Auerbach, ja. Wir müssen sicherlich akzeptieren, dass Matti Langer noch gesperrt ist und auch Charlie Tunsch ist mit der 5. gelben Karte.
Ja, aber die Mannschaft muss eine Reaktion zeigen. Das ist einfach so. Wenn man zu Hause gegen Lok nicht gewinnt, ja, was wir wollten, dann müssen wir gucken, dass wir in Auerbach was mitnehmen. Dann können wir Ihnen nur noch, bleibt nur noch viel Erfolg zu wünschen und alles Gute und wir sehen uns bestimmt in Leipzig. Alles klar, vielen Dank. Alles gut. Tschüss. Tschüss. Heimspiel bringt mir den Sport nach Hause.